Obwohl der Oktober zu den eher unruhigen Börsenmonaten gehört, sind die Anleger diesmal offenbar recht optimistisch. Und der Grund ist klar, es sind starke Zinssenkungen, die wir schon gesehen haben. Es sind robuste Wirtschaftsdaten. Tja, und am Ende des Tages gibt es dann einen Aufwärtstrend hin zu neuen Allzeithochs. Wird das so anhalten? Wie ist die Situation einzuschätzen? Fangen wir nach bei Thomas Hupp. Er ist Spezialist für Saisonalität an den Aktienmärkten. Danke für den Besuch hier bei uns in Frankfurt auf dem Parkett. Sie untersuchen seit vielen, vielen Jahren den sogenannten Halloween-Effekt, über den wir auch schon mehrfach gesprochen haben. Da geht es also um fallende Aktienkurse bis Oktober. Oder wird es eine Jahresendrallye geben? Was meinen Sie? Ja, also der Effekt, der Halloween-Effekt ist ja, dass der Oktober sehr oft sehr schwach ist. Und das hat Gründe, weil wir die Saison, die Berichtssaison startet jetzt oder ist gerade im Anfang im Oktober und endet so Ende Oktober. Und da sind die Anleger eher zögerlich. Das heißt, sie warten ab, was steht in den Berichten. Sind die Prognosen so wie erwartet oder besser? Dann steigen die Kurse. Oder sind sie wie erwartet, dann passiert nichts. Oder schlechter, dann sinken die Kurse. Und gerade in dem Fall haben wir dann Oktober, der oft viel verliert und an Halloween langsam dreht. Und ich denke, diesen Oktober wird der Effekt da sein, aber nicht so stark. Ich glaube nicht, dass wir noch große Sprünge machen nach oben, sondern dass es eher ein schwaches, ein Abwarten wird nach unten, wie wir auch jetzt schon gesehen haben, besonders in der zweiten Hälfte des Oktober, und wir eher einen schwachen. Aber den großen Crash vermute ich jetzt nicht. Mhm. Ihre Erfahrungen, Ihre Kenntnisse fußen auf jeder Menge historischer Daten, die Sie auch nach und nach zusammengetragen haben. Jetzt aber befinden wir uns im Wandel. Viele sprechen gar von einer Zeitenwende, auch an den Kapitalmärkten. Sind alte Muster, so wie Sie sie auch untersuchen, da nicht mittlerweile passé? Also eigentlich muss man diese Frage ständig sich fragen und nicht nur jetzt die Saisonalität, sondern auch alle Anlagestrategien, denn die basieren ja immer Erfahrungen, Statistiken, immer auf Vergangenheitswerte. Und tatsächlich muss man die in Frage stellen. Und wir haben starken Wandel und ich denke, ist es viel in Frage zu stellen. Die Saisonalität glaube ich eher nicht, denn die basiert ja darauf, dass die Anleger sich saisonal verhalten. Das heißt, wenn die Quartalsbilanzen kommen, gut sind, investieren. Wenn Aktienrückkäufe getätigt werden, das sind alles feste Termine. Und solange die sich nicht ändern, können wir auch mit der Saisonalität rechnen. Also die Saisonalität ist ein sehr sicherer Renditefaktor, auch für die Zukunft. Ja, und eventuell in der Tat noch mehr für die institutionellen als für die privaten Anleger. Gehen wir mal davon aus, dass es weiterhin so ist. Welchen Einfluss wird die US-Wahl auf die Aktienmärkte haben? Ja, die US-Wahl hat in der Regel, wenn man auch mal lange zurückguckt, einen starken Einfluss im Vorwahljahr und im Wahljahr, weil der amtierende Präsident will gewählt werden. Das heißt, er macht erstmal fiskalpolitisch, stützt er die Wirtschaft. Das haben wir gesehen, das ist auch jetzt passiert. Aber der Wahlkampf sieht normalerweise vom amtierenden Präsidenten so aus, dass er sagt, die Wirtschaft läuft gut, euer Vermögen vermehrt sich, die Aktienkurse gehen nach oben, das habt ihr mir zu verdanken, wählt mich wieder. Und das ist jetzt nicht der Fall. Das heißt, wir haben ja jetzt einen Wahlkampf, der auf anderen Ebenen stattfindet. Der Biden hat ganz lange eher kämpfen müssen, dass er überhaupt ernst genommen wird, ja, oder ob er noch senil ist. Ja, jetzt haben sie einen neuen Kandidaten. Das heißt, der Wahlkampf unterstützt diese typischen Einfluss der US-Wahl nicht so stark. Und dann kommt noch dazu, dass die Börse, New Yorker Börse, aber auch hier, eigentlich beide Kandidaten mäßig gut sind. Sie sind nicht besonders schlecht, aber auch nicht gut. Aber keiner erwartet jetzt mit einem Kandidaten mehr Kursgewinne als andere. Deswegen glaube ich, dass der Einfluss dieses Jahr nicht sonderlich stark ist. Also dann haben wir quasi neben der Zeitenwende, neben der US-Präsidentschaftswahl natürlich noch andere Top-Themen, Megatrends, beispielsweise künstliche Intelligenz, Klimawandel, Demografie. Inwiefern könnte das Auswirkungen auf die Saisonalität haben? Also auf die Saisonalität direkt nicht. Wenn man aber genau hinschaut, dann doch. Denn wenn man mal schaut, wo findet die Saisonalität am stärksten statt, dann sind es die Aktienmärkte, die besonders starke Rendite haben. Die sind auch besonders saisonal. Das heißt Small Caps, zyklische Aktien und, und. Und das könnte sich verschieben. Das heißt, jemand, der saisonal anlegen will in der Zukunft, der wird so mit einer normalen Strategie, ich nehme mal den DAX und so, wahrscheinlich nicht mehr so gut performen werden, wie wenn er ein Portfolio nimmt, das auch in der Zukunft sehr viel Rendite hat. Herr Hupp, Sie sind nicht nur Portfolio-Manager für saisonale Anlagezertifikate, sondern auch Strategieberater für Vermögensverwaltungen. Richtig. Wie begegnen Sie jetzt diesem Wandel, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, in der täglichen Praxis? Genau, also auch bei meinen Kollegen sieht man ja, es ist schwieriger, ein Aktienportfolio zusammenzustellen, das zukunftsträchtig ist und das eine ordentliche Rendite erwirtschaftet.
oder nicht so stark fällt, wenn es nach unten geht, wie dem auch sei. Das wird schwieriger. Deswegen konzentriere ich mich auf die Zukunftsthemen, die meiner Meinung nach nicht verschwinden werden. Weil wir haben einen Wandel. Die Großen haben bis jetzt das Rennen gemacht. Ich glaube, das ist bald vorbei. Die ersten Ansätze sehen wir. Die KI wird ganz stark beschleunigen, welche Unternehmen wachsen, welche nicht. Und deswegen stütze ich mich genau auf die Themen erneuerbare Energien, nachhaltige Wasseraufarbeitung, Wasserstoff, E-Mobilität und so weiter. Aber und natürlich auch KI, Hardware und so weiter. Innovationen, ganz, ganz wichtig aus dem Portfolio, von dem ich ausgehe, dass es sehr, sehr zukunftsträchtig ist. Abschließend, und Sie ahnen wahrscheinlich die letzte Frage, weil sie häufig kommt. Was nimmt der Anleger jetzt aus all diesen Informationen raus? Was nimmt er mit? Wie sollte er sich positionieren? Genau. Sie kennen ja meine Antwort, die ist diesmal aber ein bisschen anders. Also ich glaube, durch diesen Wandel wird es für einen privaten Anleger wahnsinnig schwer, wie früher einfach ETF, MSCI World oder Stoxx 50 oder DAX zu kaufen und hier Performance zu machen. In so einem Wandel werden diese Indizes sich auch wandeln. Die großen Gesellschaften gehen nach unten, die kleinen kommen erst nach. Das heißt, ich vermute, dass wir eine Delle bekommen irgendwann in den Indizes und da Portfolien, die ein besseres Portfolio haben, besser performen werden. Aktives Management zum Beispiel. Deswegen glaube ich, ein privater Anleger sollte das nicht mehr alleine machen. Er sollte zu einem erfahrenen Anlageberater oder besser Vermögensverwalter gehen, weil der Vermögensverwalter schneller und einfacher flexibel agieren kann auf den Wandeln. Denn wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht. Das wissen wir alle nicht. Wir wissen aber, dass dieses Gespräch zu Ende ist. Das war Thomas Hupp, Experte für Saisonalität an den Börsen, an den Aktienmärkten. Danke für Ihre aktuellen Eindrücke und alles Gute für Sie. Herzlichen Dank an Sie.